Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Metro. Obwohl wir ja jetzt in der Sparta-Basis sind. Ja, wir sind jetzt hier oben, weil ich gerade nochmal mit Khan reden musste, da das gesamte Spiel nochmal vom letzten Checkpoint geladen hat. Und ich somit auch die ganzen Waffen nochmal neu aufsammeln musste. Dazu muss ich sagen, heute wird leider eine etwas kürzere Aufnahme, da ich kaum noch Speicher auf meiner Festplatte habe. Noch weniger als sonst, da ich die Black Ops-Folge noch überhaupt nicht gerendert habe. Deshalb würde ich mal sagen, beeilen wir uns ein bisschen und reden mal mit Miller. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Jawohl, sind wir. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Khan ist auch weg. Bereit. Dann steigt auf. Es ist ein Wunder geschehen. Na gut. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein. Gut, Zeit den Ofen anzuwärmen. Kapitel 6, D6. Dunkler Tunnel. Klappernde Räder. Und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Ja, und wir kommen auch immer näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Wo sind wir? Artyom! Gehe weiter! Glaube und gehe weiter! Wer bist du? Artyom! Artyom! Mehr Riechsalz! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Geht schon. Also, du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Ich denke schon. Hilf mir mal. Ja. Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten! Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße, ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Ja, gut. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir,
Such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Geräte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. 3A nach 2D. Ignorieren. Dinosaurus! Da ist etwas. Wie die Monster auf uns zutreibt. Da kommen sie. Artyom, an die Waffe! Bin schon dran. Was auch immer passiert, ich werde kämpfen sterben. Hallo! Komm schon, ihr Mistviecher! Euch zeige ich, wer hier der Boss ist! Nehmt das! Gegen das Feuer kommt ihr nicht an! Oh. Ah. Ich lasse euch nicht vorbei, ihr Mistviecher! Na! Muss wechseln. Pneumatische Waffe. Ja. Verflucht. Lief ja nicht so geil. Da kommen noch mehr. Auf mein Zeichen. Schnell. Yes. Nehmt das, ihr Mistviecher. Haha. Nicht mit mir. Was ist das hier hin? Ach. Verflucht er! Scheiße, einen verfehlt! Da kommt die Anomalie, Leute! Wir müssen uns beeilen! Verdammt! Oh oh. Beeilung, sonst sind wir tot! Leute! Endlich! Das Tor ist auf! Beeilung! Los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Gib Stoff! Ach, Gott sei Dank! Na, das war ja allerhöchste Eisenbahn. Das war knapp. Eisenbahn. Wir haben es geschafft! Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Hm? Wie jetzt schon aussteigen? Ach komm, den hätten wir jetzt auch laufen können. Geh mir aus dem Körper, Alter! Was machst denn du hier? Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los! Los geht's! Nee, ich war noch nicht fertig! Katakomben. Aber ich war noch nicht das fertig! Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Na dann! Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Okay, dann los, legen los. Wir mal los. Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Verdammt! Frei! Na, Entschuldigung. Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Alles auf! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Hoppa! Bleibt mal ganz ruhig, Leute. Hier liegt noch so viel Zeugs rum. Na gut, so viel auch nicht. Mensch, wie mal hastig sind. Ach, ich muss auch sagen, ich rede vielleicht etwas leise. Schau das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ja. Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen.
Ja, mein Verderich. Wie Sie sagen, mein General. Ja, ja, der Unfall. Könnte sein, dass ich etwas leise bin. Ich bin noch etwas krank, etwas verschnupft auch, ein bisschen Halsschmerzen. Deswegen... Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Oh, so schwer, die Herausforderung. Ich glaube, wir müssen schießen. Nee, komm. So! Ich war's nicht! Verdammt, verdammt! Na gut, Schalter 2. Ich gehe nicht. Ist so dunkel und unheimlich da drin. Der alte Scherzkeks, Ullmann. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt... Muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat? Ach, welch ein Sinn! Der Griff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Im Klartext, wir müssen den Alten beschützen. Wo ist er denn? Wo ist der Alte? Der hier oder was? Vladimir! Ich sehe schon, er ist der Alte. Kommen die eigentlich immer nur hierher? Von hinten? Okay. Mann, das ist harte Viecher! Lieber so wenig Muni benutzen wie möglich. Ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese alberne sein lassen. Ist das so witzig, wenn man seinen Geruchssinn verliert? Lassen wir es gleich im Mund sein. Schaut ihr mal vorne, ich guck mal hinten nach. Zur Hölle mit. Ja, ja, sieht sicher aus. Wow, weg da. Aua. Okay, von hinten kommt nicht, also schaue ich vorne. Alter, wie viele sind denn hier? Mann, so viel vergessen. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten. Sicherlich. Meine Fresse. Deine Witze bringen dich nochmal um. Alter, kommst du? Nicht, dass du hier von hinten genagelt wirst. Was sich falsch anhört. Naja. Hier sei kommen! Hinter dir! Nix da! Na los! Beschütz dich, Alter! Hoffentlich! Alter, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich gebe immer alle aus dem Bild. Ja. Überhaupt ist meine Mauseinstellung viel zu hoch. Metro macht es aber nicht mehr langsamer. Noch ein Angriff! Naja, ich kann eh nur einmal sterben! Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Also ich zuerst, oder wie? Okay. Mach auf! Ich höre da wieder was. Oh. Was ist das denn? Ach du Heiliger! Nein! Wer auch immer du bist! Boris, mein Freund! Warum? Stepan! Es reicht! Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Nein! Diese Nein. Bastarde! Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe! Hoff mal, dass du noch lange lebst. Krieg ich die Muni?
Ruhe in Frieden. Höhle. Es war ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Also es ist ein Tod jetzt, ein Tod nach dem anderen, ja?